Hallo Inkognito. Hab mal wieder eine neue Videoidee. Ruf mal bei einem Wohnwagenverkäufer an und frag, ob du dort deine Kampfnuten unterbringen kannst. Schönen guten Tag, ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige, dem Wohnwagen. Ja, bitte. Danke. Hallo? Ja, sind die. Hallo? Ja, ich bin hier. Sind diese Hintergrundgeräusche zu vermeiden? Ist es besser? Ja, ich denke mal schon. Ja? Ja. Ich wollte den Wohnwagen erwerben. Ich habe 30 Stück im Kopf. Welche meinen Sie jetzt? 30 Stück? Ich würde 25 Stück nehmen. Haben Sie gerade gelacht? Ich meine das ernst. Ich habe hier ein ernsthaftes Problem wegen meiner Kampfnotenhaltung. Na, ich halte hier Kampfnoten und ich bräuchte Platz, um diese zu verstauen. Beziehungsweise würden sich die Wohnwägen gut dafür eignen, in den Wägen drin Kämpfe zu veranstalten. Es sind ja schließlich Kampfnoten. Kampfhunden? Nee, Kampfnoten. Also Prostituierte, die ich gegeneinander kämpfen lasse, das macht den Spaß. Keine Ahnung. Also wenn Sie Wohnwagen haben möchten, dann kommen Sie vorbei, schauen Sie an. Wo soll ich? Egal, wie Sie die verwenden. Und wo soll ich da vorbeikommen? Das ist bei Düsseldorf, der Adresse steht bei Internet. Okay. In Langenfeld, Hans-Böckler-Straße. Dürfte ich da meine 148 Kampfnoten mitbringen? Danke, das Gleiche. Naja. Ich probiere es nochmal bei jemand anderem. Ja? Ja, schönen guten Tag. Ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, dem Wohnwagen. Ja? Was kann ich Ihnen dazu erzählen? Momentan müssen Sie mir bloß eine Frage beantworten, die über den Kaufentschluss entscheiden würde. Ja, erzählen Sie mal, was wollen Sie wissen? Ja, und zwar will ich mal wissen, wie geräumig da ist, beziehungsweise ob noch ein gewisses Mobiliar in diesem Wohnwagen sich befindet. Ja, natürlich, klar, das ist so komplett ausgestattet. Okay. Na, das sieht man ja auch auf den Bildern. Okay, ja, das habe ich gesehen. Und zwar, das müsste alles raus, weil ich krieg hier täglich eine neue Ladung von 50 Kampfprostituierten ins Haus und die muss ich jetzt irgendwo unterbringen. Und je mehr Platz. Wie sind Sie denn drauf, hä? Wie bitte? Wie sind Sie denn drauf? Ich bin ein Geschäftsunternehmer. Bloß ja, der. Aber ich denke mal, ich glaube nicht, dass wir beide miteinander Geschäft machen sollen. Sind Sie sich da ganz sicher? Ich würde Ihnen ein besonderes Angebot machen. Sie würden prozentual 10% Kampfnoten für den privaten Zweck bekommen. Ja, schönen Tag auch. Danke, das Gleiche.